Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Rise of the Hutt Cartel auf Markep, auf Seiten des Imperiums. Wir haben letzte Folge hier aufgehört beim Vulkantafelberg. Und, Steuerung. Ja gut, das lag jetzt auch gerade daran, dass ich meine andere Hand gerade am Handy hatte, kurz das nachgeguckt habe. Von daher war ich da größtenteils auch selber schuld, dass ich da jetzt fast runtergefallen wäre. Und ich möchte jetzt hier versuchen, möglichst wenig zu kämpfen. Was hoffentlich dann auch klappen wird. Hier gibt es sowieso auch einen kleinen Trick, man kann hier einfach hier außen rumfahren und den Gegner dann damit auch umgehen. Wenn man sich gut anstellen würde und nicht so scheiße wie ich. Bei der GSI-Quest gibt es hier theoretisch auch... Ja, muss dann hier in jedem dieser Räume, die es hier gibt, also es gibt hier insgesamt vier Räume, eins, zwei, und dann gibt es hier noch zwei. Wo er mir auch gerade hier die Dinge anzeigt. Alter, haut doch mal ab hier. Boah, Alter, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ich werde dreimal zurückgebackt. Ja, können die blöden Viecher jetzt auch mal abhauen, bitte? Gerade geht's mir irgendwann auf die Nerven. Alter, die blöden Viecher gehen mir gerade ziemlich auf die Nerven hier. Werde euch folgen, Meister. Die verfolgen mich ja über 10.000 Kilometer. So. Es ist noch keine Zeit zum Sterben. Erster Detonator bereit. Alle Teams im Zeitplan. Ja, und dann muss man halt in jedem dieser vier Räume hier die ein so ein Ding ausgraben. Upsala, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Oh, Alter, warum hat er mich jetzt gepult, ey? Geht doch gar nicht. Der war doch ewig weit weg. Ja, genau. Ich hab doch nach vorne gedrückt. Dann besiege ich das dumme... Es ist noch... Hä? Okay. Das ist irgendwie gerade alles verpackt. Genau, jetzt pull ich das dumme Vieh. Ja, genau! Hör auf mich zu bescheißen jetzt hier, es nervt gerade. Lasst uns neue Größe erreichen. Alter, wenn mir einfach jeder Gegner irgendwie eine halbe Sekunde vorm Ausführen eines... vom Blitzschlag irgendwie unterbricht, das nervt total. Unterläufer hier, gut. Irgendwie läuft die Folge gerade hier so gar nicht. Und ich war eigentlich immer noch beim Erklären hier. Also es gibt hier vier Räume und in jedem von diesen vier Dingen, wo auch die Dinger sind. Wahrscheinlich stören die Beben das Ökosystem. Das wird euch wohl keine Hilfe sein. Ja. Muss man da einen so einen Stein hier ausgraben, so ein Teil da. Hoppala, Kamera, da. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir die Kamera auch gerade zu blöd und die Steuerung. Ich weiß nicht, irgendwie fährt die ganze Zeit irgendwo hin, wo ich gar nicht hindrücke. Ja, genau, komm, ich spinne doch gar nicht mehr. Boah, Alter, gut, dass die Schlangen nur gelb sind. Jetzt habe ich nämlich vollgepult hier, die Schlangen. Alles okay? So, jetzt kommt noch die zweite Höhle dran. Und theoretisch hätte man jetzt ja auch die GSI-Mission mitnehmen können, hätte man jetzt die auch direkt machen können. Ich glaube, ich kann die GSI-Mission aber gar nicht mitnehmen, weil ich gar keinen Suchtruinen dabei habe. Und auch kein Makrofern. Ich glaube, diese beiden Items braucht man zwingend, dass man die Quest auch machen kann, weil GSI basiert ja auf Suchtruinen und Makrofern. Das, was ich ja sehr, sehr geil finde auch. Aber ich finde es schade, dass es eben nur so auf nur drei oder vier Planeten diese GSI-Mission gibt. Das finde ich schade. Zeit zum Sterben. Jetzt muss ich hier schön dicht dran stehen, dass ich auf jeden Fall noch diesen dummen Vieh hier. Ich registriere den Detonator. Immer noch keine Huckenaktivität geortet. Oh, fuck! Alter, hör mal auf damit, ey. Lass mich noch mal einen Kilometer mal fahren, ohne dass ich vom Blätter geschmissen werde wegen irgendwelcher scheiß Lava. Ja, war auch klar. Alter, was? Ich war doch gar nicht in der Lava drin. Ich war doch einen Kilometer weg. Ich stand doch hier am Rand. Also, ich stand da wohl gerade eindeutig am Rand. Ja, natürlich, das Vieh kriegt nichts abgezogen, ne? Zeit zum Sterben. Das blöde Vieh kriegt von der Lava natürlich nichts abgezogen. Ich meine, das ist doch bestimmt auch heiß für seine Haut. Ich würde mal interessieren, ob mein Gefährte was abgezogen bekommt, wenn der in die Lava rennt. Ich find's generell irgendwie scheiße, wenn der Spieler immer Schaden von allen möglichen Scheiß kriegt, aber die Gegner zum Beispiel keinen Schaden durch die Lava kriegen. Ich glaube, Gegner kriegen auch an bestimmten Stellen auch keinen Fallschaden. Das finde ich auch total beschissen. Och nee, komm, hör auf. Guck, die können hier einfach so problemlos einfach durchrennen. Ist zwar schön warm, aber ja, interessiert mich doch nicht. Ist ja schön warm und so. Schweine, ey. Also jetzt will ich mal reinrennen. Ja, mein Gefährt auch nicht kommen würde. Ich werde euch folgen, Meister. Guck, mein Gefährt kriegt auch keinen Schaden, seht ihr das? Das ist voll unfair. Warte mal, der ist passiv, muss wieder raus. Oh, da komme ich auch wieder nicht vorbei, scheiße.
Meine Fresse, als ob ich mich bei der Quest hier so scheiß anstelle. Und ich stand doch am Rand. Es ist ich stand doch gerade eindeutig am Rand. Das kann ich ja eindeutig sagen. Vorhin stand ich auch eindeutig am Rand. Ja, wie sehe ich wieder den an, der am weitesten von dir wegsteht, dass du es ja nicht ausführen kannst. Den Kettenblitz. Also muss ich sagen, was in dem Spiel verbessert werden muss, ist erstens die Kamera, zweitens, warum das jetzt hier nicht funktioniert. Und zweitens die Anvisierung. Achso, Gespräch. Warum kommt jetzt für ein Gespräch? Die letzte Ladung ist platziert. Bestätigen, Unterstützungsteam. Bestätigt. Das wird ein riesiges Beben, wenn die losgehen. Ich rate euch, Schutz zu finden, bevor die Detonation ausgelöst wird. Die Landeplattform der Söldner ist nicht weit weg. Die sollte stabil genug sein, um nicht zusammenzubrechen. So auf dem Weg. Läuft schon alles nach Zeitplan? Das klingt nicht sehr überzeugt. Was ist mit den Hutten und Lord Sütarats Team? Die Hutten und die Söldner kämpfen immer noch gegen den Aufstand. Lord Sütarat und sein Angriffsteam befinden sich auf einem Berg 3 Kilometer nördlich und warten auf Befehle. Wir sind alle bereit. Jetzt hängt es von euch ab. Ach, natürlich. Alter, hör auf mit der Scheißsteuerung, ey. Ja gut, diesmal stand ich einen Millimeter in der Lava drin, aber trotzdem, es ist trotzdem dumm. Vor allem, dass man danach auch nochmal vom Gleiter geschmissen wird. Und man den Gleiter direkt danach wieder aktivieren will. Das Vieh reißt sich bestimmt gleich auch wieder vom Gleiter runter, wenn ich jetzt nicht schnell genug wegfahren würde. Ja, dafür reißen mich jetzt die Viecher runter, ne? Aber trotzdem ist es lächerlich. Warum werde ich beim ersten Schuss vom Gleiter geschmissen, wenn ich einen ausgezeichneten Schutz habe? Kann das bitte jemand in die Kommentare schreiben? Wenn ich einen ausgezeichneten Schutz habe, dann kann ich nicht beim ersten Schuss von dem Gleiter geschmissen werden. Das geht einfach logisch nicht. Das geht von der Logik her gar nicht. Dann müsste es heißen, hat einen beschissenen Schutz. Oder hat gar keinen Schutz. Aktiviere doch mal den Gleiter jetzt hier. Und dann sollten sie das nicht so hinschreiben. Da hat einen ausgezeichneten Schutz und dann wird man beim ersten Schlag runtergeschmissen. Das hat nichts mit dem Schutz zu tun, das ist kein Schutz. Wenn der Spieler auf den Schutz vertraut, dann kann er so gesehen eigentlich nicht mehr auf den Schutz vertrauen. Was war das jetzt gerade für ein Satz? Ich glaube, der Satz war gerade doppelt und dreifach falsch. Wenn er auf den Schutz vertraut, kann er nicht mehr auf den Schutz vertrauen. Was war denn das für ein Satz? Boah, Alter, ich bin doch extra hier drin hingegangen, dass ich die Gegner nicht pulle. Was ich gerade auch die ganze Zeit nervt, dass mein Handy dauernd ausgeht, obwohl ich das nicht möchte. Das ist übrigens auch so ein Thema, was ich mal ansprechen wollte, auch wenn es nichts jetzt mit dem Game zu tun hat. Ich finde es total beschissen, dass man bei manchen Handys nicht einstellen kann, dass der Bildschirm nach einer Zeit nicht ausgehen soll. Weil mich persönlich nervt das total, wenn ich jetzt zum Beispiel spiele nebenbei, dass der Bildschirm nach 30 Sekunden ausgeht, was ich aber gar nicht möchte, weil ich möchte eigentlich jetzt hier, dass der Bildschirm einfach anbleibt. Das kann man aber dummerweise nicht einstellen, das geht nicht. Ich kann das nicht abschalten. Ich kann auch keine andere Zeit festlegen. Ich kann sowieso nichts an der Einstellung ändern. Ich könnte natürlich versuchen, das über die Entwickleroption zu machen, aber sonst könnte sich doch kein Käufer eines Handys anbieten, dass er erstmal irgendwelche Entwickleroptionen da aufsucht und dann die zu aktivieren, das ist einmal schon eine Sache. Das Wort zu finden. Ja, aber egal. Genug gelabert, jetzt geht's hier weiter. Hier ist das Bodenteam. Bereiten Ladungsdetonation vor. Bestätigt. Statusbericht. Nani Kara Mirek Adam. Ordneinbruch. Energie. Es wurde ein irgendwas. Allgemeiner Alarm ausgelöst, aber das ist schnell. Normal für ein Beben dieser Größe. Und die Festung wird keine Verstärkung bekommen, solange die Hutten mit dem Aufstand beschäftigt sind. Ihr habt freien Weg hinein. Es wird schon bald alles erledigt sein. Gibt es Details zum Innenbereich? Klappert nicht mehr als nötig. Ihr habt euren Teil getan. Ich will Ruhe, während ich arbeite. Verstanden. Ab jetzt nur noch missionskritische Übertragungen. Ja, okay.
So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier rein in die Festung 1. Weil natürlich, leck mich doch am Arsch. Aber immerhin haben die mich diesmal nicht vom Gleiter geschmissen. Ja, finde ich super. Endlich mal. Endlich schmeißen sie mich einmal nicht vom Gleiter. Was? Lol. Okay, die Dinger sind gar nicht wirklich da. Finde ich auch natürlich nicht schlecht. Hier sieht man auch wunderschön, die sind gar nicht wirklich da. Komme ich an denen vorbei? Nein. Die Brücke finde ich geil. Oh, warte, hier kann man das richtig Geiles machen. Warte mal, wenn die Gegner abhauen würden. Wenn man sich hier hinstellt, kann man die so richtig geil einfach fast alle in die Lava schubsen. Das ist so geil. Oh, ich mag diese Brücke einfach so. Ich habe die damals immer so geliebt. Ich habe mich damals mal so ewig lang hingestellt. Einfach nur die Gegner die ganze Zeit in die Lava geschubst. Das war so geil. Und eine Ableckung bringt mir nichts. Ja, okay, die muss ich jetzt tothauen. Es ist noch keine Warte mal, ich kann versuchen, den nochmal runterzuschubsen, wenn ich es schaffen würde. Was aber nicht passiert. Gut, dann warte mal, ich warte mal. Ja, toll, hör auf mit dem Mist. Warten war jetzt nicht sowas gemeint. Ja, hör auf jetzt, ich will das looten. Wollen wir einfach mal kurz sehen hier. Einfach nur, dass er mich jetzt hier die ganze Zeit nervt. Und jetzt? Runter mit dir. Boah, schön verbrannt, ey. Das ist so geil. Gibt es hier hinter eigentlich irgendwas Verstecktes? Habe ich noch nie überprüft, ob irgendwas versteckt ist hier hinter. Das wäre auch ein richtig geiles Versteck, ne? Ja gut, außer was zum Hacken. Was ich sogar einsammeln kann. Ist hier so gesehen eigentlich gar nichts. Scheiße, ich habe zu früh gedrückt. Und das hier. Aber immerhin zwei Kisten. Nee, oh geil, ich habe sogar eine Missionsentdeckung für Diplomatie bekommen. Warum bekomme ich was für Diplomatie? Das hatte wohl gar keinen Sinn. Hä? Och man, Star Wars, ich hasse diese scheiß Stuckbugs. Das ist, man an Stellen feststecken kann, wo eigentlich gar nichts ist, das hasse ich total. Ich meine, da war ja überhaupt nichts. Da war ja nicht mal eine Wand auf der anderen Seite, dass ich da irgendwie festlegen kann. Das Hauptsicherheitsbüro ist ja schön alles voll mit Gegnern, ja klar. Könnt ihr die unteren Bereiche öffnen. Er rennt auch noch schön in meinen Flächenschaden rein. Finde ich sehr nett von ihm. 20 Gegner müssen wir besiegen, passt. Läuft bei denen. Schon erledigt. So. Nein, die will ich nicht angreifen. Ich will die angreifen. Ich habe jetzt ja übrigens überhaupt noch nicht meinen Timer wieder zurückgesetzt. Hält mir gerade mal so auf. Das heißt, der ist jetzt gerade bei 54 Minuten. Voll unnötig, ne? Ich weiß. Moment mal, was habe ich denn hier vergessen? Die Schilddrüse einer Unterweltweitraumbestie. Warte mal, das gucke ich mir noch mal ganz kurz an, die Quest. Ist ja sowieso eine Instanz, die sehe ich gerade. Von daher. Ja, ich guck mal ganz kurz, was das ist. Wenn das jetzt zu weit weg ist, dann lasse ich es natürlich sein. Aber sonst würde mich jetzt schon mal interessieren, was das ist für eine Quest. Okay, ich lasse es sein. Das ist mir jetzt doch nicht wichtig. Okay. Ist ja instanziert, von daher die Gegner respawnen nicht. Da können wir also so durchgehen, wie wir wollen. Es sei denn, natürlich, ich lock mich aus. Dann würden die Gegner schon respawnen. Aber die Instanz bleibt ja, solange ich eingeloggt bin, gespeichert. Und deswegen mag ich auch so gerne Instanzen, weil da einfach Gegner nicht respawnen. Egal wie lange man wartet. Und da muss man nicht warten, bis ein Gegner respawnt, wenn ein anderer spielt. Aber bei den Instanzen, die sind ja für jeden Spieler anders. War das eigentlich hier schon mit dem dämlichen Boss? Ich glaube sogar ja, ne? Gut, ich glaube, den machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wieso habt ihr die Wachen nicht verdoppelt? Es war ein Beben. Die gibt es jede Woche. Ihr Söldner seid verweichlicht, weil ihr jahrelang einen kleinen, reichen Planeten bewacht habt. Die Regulatoren sind die Bestechungsgelder nicht wert. Wer seid ihr? Vielleicht sollten sie für mich arbeiten. Ihr seid tot. Angreifen. Ruhe jetzt, und zwar alle. Gebt Alarm! Sagt den Hutten, dass wir angegriffen werden! Sagt den Hutten das bloß nicht. Warte, die sind ja nicht mal, der ist ja nicht mal Elite, der Typ. Der kann ja gar nichts.
Wow. Wir müssen die Hutten warnen. Wir müssen. Ihr werdet gar nichts mehr tun. Dunkler Lord. Mit eurer Erlaubnis werden wir diese Position halten. Niemand wird euch folgen. Niemand wird euren Fluchtweg blockieren. Nun gut, flirten, professionell wie immer. Ihr seid nichts im Vergleich zu mir. Lord Sytarat, ich genieße es, euch in eurem Element zu sehen. Wir sollten das wiederholen. Nur ein Wort und ich stehe euch zur Seite. Mein Sith Lord, ich versuche auf die Sicherheitssteuerung zuzugreifen. Vielleicht kann ich sie zum Gravitationsanker umleiten. Tut das. Wenn wir Festung 1 unter Kontrolle bringen, wäre das vielleicht hilfreich. Wir warten auf eure Anweisungen. Okay, entriegelt die Tür zur Zentralkammer. Das wird wahrscheinlich genau das sein, was ich gerade meinte. Ja gut, die Gegner, die werden bestimmt jetzt auch hier weitergehen. Oh, Tastatur, bitte, spinn nicht rum. Lass mich raten, der Fahrstuhl ist in der untersten Position. Nein, er ist sogar schon am Hochkommen. Wow, ausnahmsweise mal. War das überhaupt? Achso. Achso, hier kann ich Macht wiederherstellen. Hä? Oh, das ist keine Ablenkzeit oder verstehe ich das irgendwas nicht? Ja, hier kommt jetzt der Kackboss, okay. Was ich mich jetzt gerade frage, ist in der Richtung auch irgendwas. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht lang gehen. Und würde ich sagen, gehen wir jetzt noch bis zur Tür von dem Kackboss und dann machen wir den Kackboss in der nächsten Folge. Weil der Boss ist nämlich extrem ekelhaft. Also war er zumindest früher, also früher habe ich da ewig dran gesessen. Meiner Meinung nach sogar fast schon schwieriger als der Endboss. Den wir dann nachher auch besiegen in irgendeiner der kommenden Folgen. Aber er wird nicht heute sein, wird nicht morgen kommen. Das dauert noch ein bisschen, bis der Endboss kommt, weil der hier kommt relativ ziemlich früh, ist natürlich auch ein geiler Satz. Lass uns neue Größe erreichen. So. Gut. Ach komm, hier. So. Ich würde sagen, reingehen tun wir trotzdem noch. Unterstützung an Bodenteam. Sitterats Männer haben uns geholfen, an die Scanner von Festung 1 zu gelangen. Vor euch gibt es Strahlungsspitzen. Hier ist ein Antrieb. Ich glaube, die Strahlungswerte deuten darauf hin, dass der Isotop 5 Droidentyp von den Hirten aktiviert wurde. Wie bekämpfe ich ihn? Endlich Isotop 5. Nichts ist jemals einfach. Das ist unsere letzte Möglichkeit, eine Strategie zu entwickeln. Wie zerstöre ich dieses Ding? Aber zu einer Waffe können theoretische Schilde zu ihm durchbringen. In der Praxis benötigt die Feuerkraft 7,8. 7,8 was? Molekulare Disruptoreinheiten. Gott, was ist das für Wert? Wie vielleicht möglich ist der Gebrauch von Waffen der automatischen Verteidigungsanlage Kürzung 1 macht. Ihr müsst lange genug überleben und die Waffe der Einrichtung umprogrammieren. Ich brauche Details. Kann ich den Droiden umprogrammieren? Besser als einfach gegen ihn zu kämpfen. Können wir nicht Kontrolle über den Prototyp übernehmen? Er könnte wertvoll für uns sein. Da arbeitet sein System unabhängig von denen der Anlage. Überblendete Daten. Na, das ist auf der automatischen Verteidigungssystem hoch. Er wird mit Lord Sayer zusammenarbeiten. Wir wollen die Leute zu besiegen. Bla bla bla. Bla bla bla. Da kommt das Viech. Schlimmische Viech hier. Den kennen wir auch von der ewigen Arena. So gesehen eigentlich fast das gleiche. Aber wie gesagt, den werden wir jetzt noch nicht besiegen. Den machen wir in der nächsten Folge. Und ich muss sagen, der ist gar nicht mal so